Dieser Mann hat im Fußball einiges erreicht. Axel Rietentiet hat bei Hansa gespielt, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und ist danach ein ganz erfolgreicher Trainer geworden, hat unter anderem auch den Hansa-Nachwuchs trainiert. Jetzt hat er eine neue Leidenschaft, mit der ich ihn diese Woche begleiten durfte. Das ist das Busfahren, aber nicht irgendein Bus. Er fährt jetzt den Hansa-Mannschaftsbus. Wir haben zwar Probleme beim Anfahren, aber das kriegt er wahrscheinlich auch noch hin. Diese Einwechslung lässt hinhören. Ein Club-Idol bringt Hansa jetzt ans Ziel. Wichtig ist mir, dass wir Punkte holen und nicht nur ich auf der Straße durch den Blitzer. Vom Trainerstuhl auf den Fahrersitz. Willkommen an Bord der Kogge. Im Mannschaftsbus, jetzt als Zweitligist. Ja, immer noch, trotz der Jahre schon, ein sehr, sehr schöner, geräumiger Bus mit 30 Plätzen. Gute Polsterung, gute Sitze mit dem Logo. Wir haben alles an Bord. Wir haben hier ein paar Beinauflagen, damit die Jungs das bequem haben. Für die Kartenspieler haben wir hier Tische mit Sitzecken. Ja, zwei Vierertische kann man umbauen zu einer Schlafmöglichkeit. Schon gemütlich, gemütliches Reisen. Abfahrt zum Testspiel nach Berlin. Wie es den Spielern geht, weiß er. Schließlich hat er selbst gespielt. Nach einem Eckball von Jaros, ein Kopfball von Rietentiet. 0:0 auch an der Küste. Das Ticket für die erste Bundesliga. Hansa am Ziel aller Träume. Die Karriere nach der Karriere. Aus dem Spieler wird ein erfolgreicher Trainer. Der Aufstieg mit Schönberg in die Regionalliga. Ein Höhepunkt. Ich bin gelernter Kfz-Mechaniker, habe mich schon immer für Autos interessiert und habe hier auch jahrelang als Spieler im Bus gesessen, als Trainer dann auch immer oben rechts auf diesem Cheftrainerposten. Und dann habe ich Gefallen dran gefunden. Und habe irgendwann mal so für mich gedacht, Mensch, wenn du mal kein Trainer mehr bist, wäre das mal eine gute Notlösung. Aus der Notlösung ist eine coole, geile Lösung geworden. Sein neues Spielgerät. 13 Meter ist es lang, fast 4 Meter hoch. Und bei Ecken nicht ganz so einfach zu stellen wie eine Abwehr. Die Ankunft in Berlin aber unversehrt. Alles super, ist ein guter Junge. Beherrscht den Bus, von daher können wir uns nicht beschweren. Nicht ohne da vorne hier mal reinzufahren. Aber alles geschafft, jetzt sind wir ja da. Habe ich noch ein paar Nacharbeiten und dann stelle ich den Bus ab und dann genieße ich auch das Fußballspiel. Da kommt was auf ihn zu. Die neue zweite Liga, fast jede Fahrt ein Highlight. Gut 18.000 Kilometer Straße vor ihm. In Berlin beim Test ist jetzt Pause. Rietentiet hat seinen Job gemacht. Nun machen die Spieler ihren. Rostock in Rot gegen Viktoria Berlin. Es reicht zum Sieg. Und Axel Rietentiet, der kann diesmal einer entspannten Rückfahrt entgegenblicken. Ja, war insgesamt ein anstrengender Tag für alle Beteiligten. Bin froh, wenn wir im Hotel sind, glaube die Jungs auch. Und dann freuen wir uns aufs Abendessen. Ja.